Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge in Thüringen. Wir werden jetzt den Mist zur BGA fahren und den mal verkaufen. Lagern wir da ein und kassieren Geld dafür. Ne? Guter, teurer Mist. BGA zahlt gute Preise. Dann machen wir es mal so. Ne? Hier müssen wir erst nachts, aber da kriegen wir wenigstens das Geld. So. Machen wir hier eine Runde rum. Mit der Erde noch ein bisschen warten. Das dauert noch ein bisschen. Aber das war auch was, ne? So. So, den mal eigentlich reinkippen und dann mal sehen, dass wir ihn gleich noch. Aber nicht jetzt, wenn wir den Mist erledigt haben und gewaschen haben, dann werden wir noch ein bisschen andere Dinge verkaufen, ne? Wie jetzt. Hafer zum Beispiel, Hafer oder noch ein Rest Raps oder Weizen. Also erst mal das, den Mist entsorgen hier. Später brauchen wir noch einen kleinen Traktor oder einen kleinen Anhänger für Mist hier für die einzelnen, ja, aus hier raus mit der Fräse, wenn wir eine Fräse haben. Ne? Irgendwann kaufen wir eine Fräse. Die Heuschrauben brauchen ein bisschen Diesel. Aber aktuell nicht und keine Zeit. So. Jetzt können wir mal gleich mal. Jetzt wollte ich es gleich machen. Dumm gelaufen. Ah, der ist fertig. Gut, entlassen. Das erste Feld ist fertig. Das heißt, jetzt gehen wir zum zweiten Feld. Wir müssen nur ganz kurz den einen Big Bag hier noch aufnehmen an Dünger. Und oh, wir können nacharbeiten. X. Ein bisschen nacharbeiten müssen wir schon, wenn wir dabei sind. So. Lassen wir mal absenken. So. B. Zumindest hier in der Mitte ist ganz wichtig, dass wir das entsprechend sauber wegkriegen. Also, dass hier auch vollkommen die ganze Fläche entsprechend auch näher Weizen bekommen. Ne? Das ist ja alles weggeworfenes Geld, wenn wir es nicht machen. Das geht ja nicht. So, jetzt haben wir das auch erledigt. Haben wir nach vorne zur nächsten Breitecken. Haben wir jetzt mal die Ecke hier in die andere, wo wir gerade sind. Sieht aber ganz gut aus, von hier gesehen. Hier passt es. Dann fahren wir oben links, dann fahren wir oben rechts und dann nehmen wir oben rechts gleich den Big Bag mit den Saat mit der See mit der Saat mit, ne? Da der erste Unkraut weg schon, aber das macht nichts. Da sehe ich jetzt auch nichts von Weitem. Den alten Kurs können wir mal löschen. Den brauchen wir nicht mehr. Da ist auch weniger Reste, auch einigermaßen okay. Aber gehen wir eine Bahn höher. Wie lohnt? Mein Konto ist nicht gekommen. Im LS kriege ich kein Geld. Aber ja, mal schade, ne? Wäre schön, ne? Wenn ich prozentual das auf mein Konto kriegen würde. Ein Bruchteil von diesen 600.000. Da wäre schon mal zufrieden. So, wo haben wir das Ding da? Da.
Nur 1% von kriegen wir jeden Tag. Oh, ich würde LS Spur beenden. So. Nehmen wir einen noch mit. Bevor wir den vergessen. Ah, oh, kriegen die alles rein. So ein Mist aber auch. So, Feldnummer. Ja, 48. Von hier aus gesehen ist ungünstig, weil bringen wir durcheinander. So, fangen wir hier an. Können wir auch zusammenlegen, ne? Theoretisch, ne? Theoretisch. So, machen wir Berechnung und zwar. Wieso 1,12 Meter an sich? Hier war noch 0. So. Genau hier Förderkurs. Ey, tut sich ein bisschen schwer. Hier ist die Insel hier, aber es geht. Warum nicht geradeaus anfangen, ne? So. Und Dünger und Weiz wird auch nicht reichen, aber gut, okay. Ist halt so, ne? So, ersten Wegpunkt. Und Abfahrer einstellen. Und dann mal schauen. Ja. Immer noch feucht, ne? Wir werden weiterhin Mist fahren, ne? Ich dachte gerade schon hier, oh, nicht fertig geworden, aber sah doch fertig aus. So, Mist. Das ist nicht Mist. Das ist die neue Kuppe. Hier wollte ich eigentlich unsere die Mastrinder reinstellen. Ich werde es jetzt nicht tun. Weil ich weiß nicht genau, wann neue Karte kommt, aber wenn sie kommt, macht sich mit Tieren schwer. Na super. Ist doch gar nichts drin. So. Aber wir können auf jeden Fall die Mehl verkaufen. Das heißt, dazu nehmen wir unseren Mehllaster. Und werden den entsprechend unser Milchwagen anhängen, ne? Der Mondeckel auf. Gut, der geht nicht auf, das normale Milchlaster. Standard, denke ich mal. Da müssen wir nur ranfahren, dann können wir mich einkippen. Kurz ranfahren. Wir sind verkantet, ne? So muss er gehen. Wir müssen nach rechts, Junge, nach rechts.
Richtung Zapfsäule hier für die Milch. Ah, jetzt geht's, glaube ich. Oh, 200.000. Dann haben wir ja reichlich Milch, da können wir ja ein bisschen fahren. Ich bin noch am Schüttringen, wo er kalt wird. Aber schnell, du. Dann fahren wir zum globalen Markt, ne? Müsste da nicht gehen jetzt. Denn bevor wir hier überhaupt mit der Ernte beginnen können, können wir die anderen Sachen hier auch erledigen, ne? Hier beim Flüssigkeitspunktverkauf. Ah, Bremse. So, kippen wir aus. Ob so der Preis passt auch. Milch für leer. Aber neue Milch. Oben ist es voll. Oh, mit der Wiese gefahren. Und Start. Milch ohne Ende hier. Gleich wieder voll. Wahnsinn. Wenn der Preis passt, dann haben wir schön viel Geld verdient. Wenn nicht, haben wir Pech. Dann müssen wir mal sehen, vielleicht auslagern und wieder woanders verkaufen. Hier auf der Karte. So. Der Holz haben wir alle so liegen, ne? Also. Säge wegbauen, ja, das ist auch eine Option, ne? Aber da warten wir ab, bis die neue Karte kommt. Wir müssen so die ganzen Gebäude berechnen, was die kosten. Und dann wieder aufstellen, ne? Ungefähr so wie es war. Der Warenmarkt soll ja fest verbaut werden. Soll ja fest verbaut werden. Da muss ich sehen, ob ich das ja, annehmen würde oder mir separat einbaue. Ja, da kommt die Meldung, kannst nur eins bauen, das kann natürlich sein.
aber ich konnte natürlich vermeiden, dass ich weit fahren muss, ne? So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Aber tschüss und winke, winke. Ja. Morgen geht's weiter. Tschüss.